Für die FDP-Fraktion ist der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kollegin Baum von der AfD hat eben hier suggeriert, wir könnten in der professionellen Pflege einfach auf Fachkräfte aus dem Ausland verzichten. Ich finde es gut, dass die CDU darauf hingewiesen hat, dass das zu einem Systemzusammenbruch führen würde. Schon jetzt können viele Menschen gar nicht gepflegt werden. Und wenn wir auf die Fachkräfte verzichten würden, wäre das nicht gut für das System. Gibt es immer noch Lebenssituationen, die nicht einfach sind? Herr Teutrina, trotz dieser Unterstützung. Es gibt noch eine Zwischenfrage. Ich würde gerne weiter ausführen wollen. In diesem Sinne haben wir merken das im Ausschuss noch einiges zu diskutieren. Einige Punkte sind gut, einige sind nicht gegenfinanziert, einige Aspekte fehlen noch. Ich freue mich auf die Debatte in den Ausschuss. Ich bin sicher, dass wir da konstruktiv diskutieren können. Vielen Dank. Und eine Kurzintervention. Für eine kurze Intervention erteile ich das Wort an Martin Reichert. Ja, Herr Teutrine, wir haben hier ja zum wiederholten Male gerade diese Vermischung betrieben, die Sie uns immer vorwerfen. Meine Kollegin Baum hat eben nicht gesagt, dass es ein Problem damit gäbe, wenn Menschen hier einwandern, die in unseren Nein, das hat sie nicht. Sie haben das nicht gesagt. Und ich würde gerne darum bitten, dass man mir auch von der Sozialdemokratie zuhört. Ich weiß, dass die Sozialdemokratie ein parlamentarisches Problem hat. Aber deswegen, jetzt gestattet man mir bitte trotzdem weiterzureden. Bitte äußern Sie sich zum Thema an Herrn Teutrine. Ja, das tue ich. Aber ich werde doch wohl mir nicht dazwischen schreien lassen müssen. Darum habe ich ja darum gebeten, dass wir nicht dazwischen schreien. Frau Baum und wir als Partei haben noch nie etwas dagegen gehabt, wenn hier Menschen einwandern, die hier eine Qualifikation haben und die hier in zum Beispiel dem Pflegesystem Arbeit finden. Niemals haben wir uns dagegen ausgesprochen. Das nehmen Sie bitte zur Kenntnis. Und wir haben als Zweites sehr wohl, und das hat die Frau Baum auch richtig ausgeführt, darauf hingewiesen, dass durch ungehinderte und unkontrollierte Massenzuwanderung nach Deutschland Milliardenausgaben entstehen, Milliarden, die dann zum Beispiel für eine vernünftige Pflege und in vielen Bereichen des Sozialsystems fehlen. Und Sie können bitte auch mal den Mund halten. Sie sind schon mal mit einer Zwischenfrage an mich gescheitert. Da sind Sie schon mal erbärmlich zusammengebrochen. Also halten Sie bitte den Rand. Herr Teutrine, Sie dürfen jetzt darauf noch antworten, wenn Sie möchten. Ich empfehle vielleicht, entweder Ihrer Kollegin ordentlich zuzuhören, denn Frau Baum hat sich genau darüber beschwert, dass Fachkräfte, die in Deutschland arbeiten, die eine professionelle Pflege machen, eine Behinderung für dieses System seien, weil sie nicht ausreichend Deutsch sprechen können, und hat pauschal alle Fachkräfte aus dem Ausland bezichtet, nicht Deutsch sprechen zu können. Hören Sie sich die Rede noch mal an. Auch mit diesen Pflegekräften, die hier bei uns arbeiten, haben wir Probleme hinsichtlich nämlich zum Beispiel der Sprache. Und das ist gerade im Gesundheitswesen entscheidend. Wenn da Missverständnisse entstehen, kann das zu gravierenden Fehlentscheidungen bei der Behandlung kommen. Und deshalb ist unser Ansatz, wir müssen unsere Fachkräfte selber ausbilden. Und das, was Sie fordern, dass wir, können Sie mal und das, was Sie fordern, nämlich den Entzug der Fachkräfte aus anderen ärmeren Ländern nach Deutschland, das ist eine Schande, ist das, und nichts anderes, denn die Leute werden dort gebraucht. Hören Sie sich die Rede noch mal an. Hören Sie sich die Rede noch mal an.